In diesem Video möchte ich mit euch einen Fusch aufdecken, der in unserem Wohnmobil eingebaut wurde, ab Werk, logischerweise kostenfrei und serienmäßig mit on top drauf. Und ich würde sagen, wenn dich das interessiert, dann bleib hier mit dabei. Die, die mich mittlerweile hier auf diesem Kanal kennen, die wissen, dass ich gerne an unserem Wohnmobil bastel. Aber ganz ehrlich, so einen Fusch beheben mache ich nicht gerne, weil ich ärgere mich jedes Mal darüber, wieso konnte man nicht ein bisschen besser aufpassen. Ja, mein Name ist Daniel. Herzlich willkommen auf unserem Kanal bei Rocky on Tour. Und wenn du magst und es dich interessiert und du unsere Videos gut findest, dann abonniere uns doch. Am Ende des Videos würde ich mich über ein Like und einen Kommentar von dir freuen. Ja, ich muss vorweg sagen, diesen Fusch, den weiß ich nicht erst seit gestern. Den weiß ich auch nicht erst seit Norwegen, als wir unterwegs waren. Aber zugegeben, in Norwegen, das ist ein gutes Stichwort, hat mich das so richtig genervt, weil ich jeden Abend mit diesem Fusch konfrontiert wurde. Und zwar fließt das Wasser im Bad nicht gut ab. Wir haben Hubstützen und das ist unser Glück, dass wir das Wohnmobil immer gerade ausnivellieren können. Aber das kann ja nicht die Lösung sein, dass wir hier Hubstützen einbauen müssen für 6.000 Euro, damit das Wasser abfließt. Ich hatte immer wieder nach diesem Problem geschaut und ich bin auch mal in den Doppelboden gegangen, das zeige ich euch nachher, und habe dort auch schon mal entdeckt, dass ab der Dusche ein Knick vom Abwasserrohr, das ist ein flexibles Abwasserrohr, dass da ein Knick verläuft, und habe das schon hochgestellt, damit das alles schön in Wasser steht. Aber das war trotzdem nicht die Lösung. Und immer wenn wir hier geduscht haben, was jetzt in Norwegen wieder oft der Fall war, weil wir fast nur auf Tour waren, dann ist das Wasser so schlecht abgeflossen. Und ich wusste, hey, hier muss ich etwas machen. Dank anderen eurer Fahrern, denen es ähnlich geht, und im Übrigen kenne ich persönlich auch eurer Fahrern, die ähnliches Problem haben, nämlich ähnliches Abwasserfließproblem, also das meiste im Bad, wenn man dort irgendwie sich duscht oder Wasser lässt im Waschbecken, fließt dieses Wasser nur langsam ab. Ich kenne mindestens eine Person, die das ähnlich geht. Aber dank Gleichgesinnten in der Facebook-Gruppe habe ich jetzt erst erfahren, und das wirklich nach 4 Jahren, dass der Abwasserbehälter, in dem Fall bei meinem Modell, nicht im Zwischenboden sitzt, also zwischen den beiden Böden. Das wird zwar nicht reichen, von unten ist nochmal ein Schutz drauf, eine Isolierung, das wusste ich, aber ich habe jetzt erst erfahren, dass der Abwasserbehälter nur an dem Unterboden dran geschraubt ist und die Verrohrung, die kommt von dem Zwischenboden, und wenn man diesen Schutz unten vom Abwasserbehälter wegschraubt, dann sieht man, wie die Verrohrung von dem Zwischenboden in den Behälter an der Stelle, wo sie reinläuft, und dann kann man sehen, ob da irgendwelche Knicke oder ob da die Rohre richtig eingeführt sind. Und dadurch habe ich neuen Mut gefasst und habe gedacht, ich lege mich mal unter das Auto und ich werde mal diese Schutzhülle wegschrauben und werde mal reinschauen und gucken, was meine Abwasserrohre denn machen, weil das sind flexible Schläuche, wie gesagt, die dann in den Abwassertank führen. Und ich schaue mal, ob meiner nicht vielleicht doch einen Knick hat. So, aber bevor wir uns jetzt unter das Auto legen, zeige ich euch noch mal ganz kurz am Waschbecken, wie denn da unser Abwasserproblem aussieht. Ich gebe zu, ich habe es jetzt noch mal ein bisschen deutlicher dargestellt, weil ich das Wohnmobil mit Absicht ja hinten etwas höher gemacht habe, sodass die Fließrichtung natürlich noch entgegengesetzt ist. Aber das kommt teilweise dem ähnlich, wie wir es auch jetzt im Urlaub erlebt haben. Und daran zeige ich euch das noch mal. Er lässt das Wasser raus. Ja, und es fließt einfach nicht richtig ab. Ja, und das ist jetzt ein krasser Moment. Sonst fließt es immer wieder mal auch besser ab, aber auch immer wieder haben wir dann das Problem, dass sich dann hier sogar das Wasser schon sammelt, weil es einfach nicht abfließen kann. Und ja, dem muss ich jetzt auf die Spur kommen. So, jetzt habe ich viel geredet. Und jetzt geht's an die Arbeit. Ich lege mich unter das Auto. Ich möchte jetzt loslegen. Ich weiß, das wird nicht einfach, aber ich nehme euch ja mit dazu. Ihr seid mit dabei.
Was halt einfach immer wieder eine Hilfe ist, ist unsere Hubstützanlage. Auch gerade für solche Umbauten. Einfach mal die Stützen runterlassen, damit das Wohnmobil hinten höher kommt und ich mehr Platz habe zum Arbeiten. Hochgelassen, und das ist doch jetzt hier schon mal eine ordentliche Arbeitshöhe, sich drunter zu legen und am Wohnmobil zu schrauben. So, jetzt habe ich mir in der Eurer-Gruppe sagen lassen, diese vier Schrauben muss man lösen und damit kommt dann nur dieses Kunststoffteil, praktisch die Isolierung, weil das ja auch winterfest ist. Hier hinten, da, also da zwei Schrauben und hinten, und dann könnte man diese Isolierung hier wegmachen. Man muss halt hier nur gucken. Ich frage mich, wie man das hier runterkriegen soll an der Stelle. Deswegen habe ich mich auch ein bisschen gescheut, weil ja hier das Rohr dran ist. Ja, mal schauen. Also da muss ich echt mal gucken, ob das so einfach geht. So, liebe Leute, der Tank ist unten. Ich musste hier noch mal eine Schelle aufmachen, weil das hier nicht dahinter ging. Und dieses Stück Rohr muss man hier abschrauben vom eigentlichen Abwasser. Sonst könnt ihr natürlich hier das Ding nicht runterlassen. Ich konnte das nicht anders filmen, währenddem ich da geschraubt habe. Und jetzt schaut euch doch mal den Übeltäter an. Das ist eindeutig. Ich muss da drunter krabbeln. So, das ist hier die Luftzufuhr. Und das hier, schaut mal, und da kommen die Schläuche von oben. Und zwar hier von der Küche. Einen kurzen Cut an diese Stelle. Im Nachhinein wollte ich euch diesen Doppelboden ja nochmal filmen. Und da bin ich die ganze Verrohrung nochmal durchgegangen. Kann ich euch zeigen. Hier unten habe ich mir die ganze Verrohrung bis nach hinten nochmal angeschaut. Und dabei habe ich festgestellt, dass das Abwasser vom Waschbecken mit diesem Strang von der Dusche an einem Abfluss hängt und der hier ist der andere, nämlich, und ich dachte, das wäre Küche und Bad getrennt. Nein, diese beiden Anschlüsse, die man hinten im Abwassertank sieht, sind beide hier von dem Waschbecken bzw. von der Dusche. Und der von der Küche, da wir ja gar kein Problem hier haben, der von der Küche muss nochmal ganz woanders im Abwasserbehälter reinlaufen. Ich weiß nicht wo, da hätte ich besser schauen müssen. Aber die Küche ist ja nicht das Problem hier bei uns, sondern das Bad. Und deswegen nur ein kurzer Hinweis. Wir haben zwei unterschiedliche Stränge und jetzt geht's im Video hier weiter. Da ist das auch schon leicht reingedrückt, aber das geht noch. Aber hier seht mal, wie eindeutig das hier alles eingequetscht ist. Sieht man das? Einfach hier, weil das Ding viel zu stark um die Ecke gebogen ist. Und damit ist es hier eingedrückt. Hier ist eine Knickstelle und deswegen läuft das Abwasser hier auch so schlecht ab. Das ist mir jetzt ganz klar. Ich weiß nur noch nicht genau hundertprozentig, wie ich das jetzt in den Griff bekomme. Wahrscheinlich kann ich das hier rausmachen. Ah ja, seht ihr? Ich kann das hier rausziehen. Und hier muss ich das jetzt alles gerade machen und dann darf ich das nicht so stark reindrücken. Oh, ich muss mal von der Kamera weg, weil das geht sonst nicht. Schaut euch mal dieses Heizungsrohr an. Das hier komplett logischerweise natürlich eingedrückt wird durch die komplette durch die Isolierung, die da drauf gemacht wird. Hier kommt zwar der Schlauch raus, der wird hier reingesteckt. Hier oben. Aber das hier, da kann ja nicht viel rauskommen. Also ich biege das jetzt auf etwas. Ich weiß nicht, ob sich das wieder reindrückt.
wenn ich die Isolierung dann wieder drauf mache, das ist doch Murks, Leute. Also das, ganz ehrlich, eurer, sorry, aber das ist doch einfach nur Murks, ey. Ich habe halt Unterbodenschutz hier am Auto. Seht ihr, wie meine Hände aussehen? Richtig heftig. Aber ja, hilft nichts. Ich muss es fertig machen. Hier ist einfach das Problem gewesen, dass man hier ums Eck einfach gezogen hat. Hier ist genügend Platz, dass man hier eine schöne Schleife machen kann. Ja, da hat man halt einfach fest dran gezogen und hier reingedrückt und daher der Knick. Also das ist sowas, wo mich halt einfach nervt bei so einer Arbeit. In der Produktion wäre das halt in einer Minute aufpassen, wäre mir halt hier die ganze Arbeit erspart geblieben. Ja, ich habe jetzt halt hier eben das Ganze ein bisschen zusammengequetscht mit der ganz normalen Rohrzange, mit so einer kleinen. Habe das hier wieder versucht, ein bisschen rund zu machen. Möchte aber auch nicht zu arg viel drücken, weil ich den Schlauch nicht kaputt machen möchte, weil dann habe ich echt ein Problem. Jetzt stecken wir das wieder rein. Da kommt ja jetzt hier nochmal dieses kurze Stück hier noch rein. Und da ist, wie gesagt, genügend Platz. Ja, ich stecke das jetzt zusammen und zeige euch das nochmal. So, also da ist jetzt doch ein schöner, allmählicher, eine schöne allmähliche Rundung ist da jetzt. Und jetzt ist es hier wieder schön eingesteckt. Also da kann auch nichts passieren. Und das, da ist jetzt genügend Luft und das sieht doch gleich viel besser aus, hätte ich gesagt. Ja. Und das hier ist noch der Küchenabfluss. Aber der, wie gesagt, da mache ich jetzt nichts, weil der ist eigentlich auch ganz leicht eingeknickt. Aber da fließt das Wasser in der Küche richtig gut ab. Und das lasse ich jetzt so. Jetzt muss ich nur noch irgendwie wieder die Isolierung hochkriegen. Wenn ich das nicht alleine schaffe, dann muss ich mir Hilfe holen von meinen Jungs. Mal gucken, ob ich da jetzt hinkomme. Hier im Übrigen ist der Tanksensor, hier seitlich. Und hier habe ich gesehen, war ein Kabel nicht richtig aufgesteckt. Aber diese Tankanzeige hier ist eh auch einfach Schrott. Die zeigt alles an, nur das, was sie nicht soll. Von dem her ist mir das nicht so wichtig. Das hier, das war mir wichtig. Im Übrigen noch eine Sache. Hier ist der Überlauf. Also das hier ist die... wo ist denn der? Da hinten. Das hier ist die Entlüftung. Ja. Und das hier ist der Überlauf auf der Seite. Und das hatte ich relativ am Anfang schon festgestellt, dass der Überlauf auch beim Hochmontieren eingeknickt war. Komplett eingeknickt und das Rohr sogar kaputt war. Das konnte ich aber noch mit Schutz trotzdem hier reparieren. Und ich dachte damals, dass das keine Luft kriegt beim Ablassen. Ja, aber die Entlüftung habe ich euch ja gezeigt, die sitzt woanders. Und dadurch ist nämlich dann auch nicht besser geworden. Auch klar, warum. Ja, aber das hier nur als Info. Und hier könnt einfach eurer sauberer arbeiten. Muss ich einfach echt sagen, hey, weil solche Arbeit, hey, das, die ärgert mich einfach, dieses Nacharbeiten von einer Sache, die man einfach kurz mit bisschen Aufpassen von der Qualität einfach ein bisschen besser machen könnte. Aber machen wir uns nichts vor, liebe Leute, ganz ehrlich, das ist bei jedem Hersteller so. Deswegen würde ich mir trotzdem wieder einen Eurer kaufen. So, alles wieder festgeschraubt. Auch hier wieder die zwei Schrauben. So, hier drauf geachtet, dass nichts eingeklemmt ist. Ja, hier wieder das Rohr reingemacht und festgeschraubt und da oben auch dieses Abwasserrohr reingemacht. Hier an der Seitenklappe habe ich noch Edelstahlschrauben reingemacht, wie auch damals schon, als ich den Hahn hier gewechselt oder auf den elektrischen umgestellt habe, einfach weil das so rostet dermaßen. So, also die Arbeit hier unten ist beendet. Kabel ist auch wieder eingesteckt hier von meiner elektrischen Abwasseranlage. Und
Ja, dann sollte das jetzt hier passen. Und ich gehe mal wieder hoch. Dann lasst uns doch mal ausprobieren, wie das Wasser jetzt abfließt. Ich lasse jetzt mal hier das Wasser laufen. Man hört jetzt eindeutig, das Wasser läuft. Hört ihr das? Sauber in den Abwassertank rein. Und das Fahrzeug ist immer noch, also schräg nach vorne eher geneigt. Denn so wäre es jetzt, so wäre es gerade. Also ich habe extra übertrieben. Die Leitungen im Eura finde ich echt nicht optimal gelegt. Muss ich echt sagen. Aber wir stehen jetzt eher mit dem Drall nach vorne. Und jetzt schauen wir mal, ob das Wasser abgelaufen ist. Jo. Das Wasser ist abgelaufen. Also, da bin ich jetzt echt froh, dass ich die Sache reparieren konnte. Und auch hier unten, denke ich mal, ist es jetzt trocken. Genau, das Wasser stand nämlich vorher. Hier ist es auch abgelaufen. Ich würde mal Folgendes sagen. Kleine Ursache, große Wirkung. Wobei die Arbeit da unterm Wohnmobil, gut, wir haben Hubstützen, ist jetzt nicht vom Feinsten, sich da drunter zu setzen. Diese Isolierung ist echt ein massives Teil. Dafür ist auch der Wasserbehälter wintertauglich. Aber wenn ich jetzt zu meinem Fazit komme, auch wenn ich mich wirklich über diesen Fusch ärgere und ich ihn jetzt 4 Jahre mit mir fahre, ich bin glücklich, dass ich das jetzt behoben habe. Ich bin froh, dass wir an dieser Stelle jetzt eben nicht mehr diesen Knick haben. Und ich hoffe, dass wir jetzt rundum zufrieden sind in nächster Zeit und uns keine Gedanken mehr über das Abwasser machen müssen, über die Dusche oder wenn wir dort Wasser lassen, wie auch immer. Trotzdem möchte ich eins sagen, ich würde mir deswegen wieder einen Eura kaufen, weil ich habe es schon gesagt, machen wir uns nichts vor, andere Hersteller, zack, zack, tackern das alles in der Produktion genauso hoch. Und da wird kurz zu zweit das Ding angehoben und wird da reingedrückt und dann sind da irgendwelche Kabelschläuche dazwischen. Die werden eingeklemmt. Ja, es ist eine kleine Sache mit einer großen Wirkung und natürlich ist es schöner, man hat dieses Problem nicht. Ich bin jetzt froh, dass ich es behoben habe. Das Schlimmste war der Unterboden, meine Hände und diese Drecksarbeit, um es mal so zu sagen. Ich hoffe jetzt, dass euch dieses Video gefallen hat. Und wenn ihr dieselben Probleme habt, sei es mit einem Eura oder einem anderen Fahrzeug, schreibt es doch bitte mal unten in die Kommentare. Das würde mich interessieren. Und vielleicht habt ihr auch anders Abhilfe geschaffen oder ihr hattet woanders noch irgendwelche Rohre, die abgeknickt waren. Würde mich echt interessieren. Ja, ansonsten soll es das gewesen sein. Ich sage bis zu einem unserer nächsten Videos. Und ja, supportet uns hier auf dem Kanal. Und wenn ihr neu da seid, gerne mit einem Abo, dann sehen wir uns und ich sage ciao, ciao, bye, bye.